Grüß Gott, liebe Pferdefreunde, Freunde von Hufgeflüster.eu. Wir sind hier heute auf der Pferd International und sind hier zu Gast auf dem Stand von der Firma ISW Kraft. Ich habe hier neben mir den Herrn Kraft, das ist also der Inhaber der Firma. Und Sie haben ja in Ihrem Logo auch drin Innovation, Stall und Weide und haben also praktisch alles aus einer Hand. Was können Sie uns da ein bisschen dazu was erzählen? Wir sind Profileute, die Zäune und auch Stalleinrichtungen planen, umsetzen, komplette Montagen dazu anbieten. Wir verkaufen nicht nur, sondern wir sind Bauer auch. Also wir bauen die ganze Geschichte auch professionell auf, dass die Leute zufrieden sind. Die können zu uns kommen und können zu uns sagen, sie wollen was haben, was vor, eine Reitanlage zu planen. Wir gehen da raus, machen denen Konzepte, wie sie das machen können, wie sie, was sie dazu brauchen und dann montieren wir das auch. Sie haben ja hier auch Muster dabei, also von verschiedenen Zaunsystemen. Was wäre jetzt zum Beispiel der Vorteil von so einem Kunststoffzaun? Kunststoffzaun ist eigentlich, bauen wir eigentlich hauptsächlich, sage ich jetzt mal, für Reitplätze. Ist kein Koppelzaun, weil ein Kunststoffzaun, ja, wenn man auf dem Pferd sitzt, hat man das Pferd auch unter Kontrolle. Ja. Auch für Weidezäune ist er nicht so geeignet, weil einfach die Pferde nicht unter Kontrolle sind und auch dagegen laufen. Mhm. Da plädieren wir oder propagieren wir eher Holzzäune, die einfach in den Boden eingerammt werden und viel massiver stehen und viel massiver einfach für den Pferdedruck oder für den ganzen Tierdruck, egal ob das jetzt Pferde oder Rinder oder Schweine sind, ist das einfach besser. Was wir nehmen, ist nur nordische Kiefer. Das heißt, das ist die einzigste Holzart, die eigentlich das Kesseldruckbad bis zu dem Kern hin aufnimmt. Wir haben da schon Versuche gemacht mit deutscher Fichte. Die schließt sich nach 2 cm ab und nimmt das Ganze nicht mehr weiter auf. Und deswegen sind wir einer der wenigen, die da sagt, wir geben 20 Jahre Vollgarantie auf die Pfosten gegen Fäule. Können wir nur mit der nordischen Kiefer. Wir schlagen das Holz in Skandinavien ein und tun es in Holland Kesseldruck imprägnieren. Okay. Und Sie haben das praktisch dann auch alles in Eigenregie. Also das wird praktisch in Ihrer Firma gefertigt und Sie transportieren das dann zu dem Kunden und montieren das dann vor Ort. Richtig. Wir machen dann Konzepte, Planungen, wie die Weide auszuschauen hat, weil viele Leute rufen uns an und sagen, wir brauchen eine Weide. Dann geht es immer los mit die Weide ist so und so groß und dann sage ich das Erste am Telefon und wo tun wir die Pferde rein? Und dann sage ich, schmeißen wir es über den Zaun oder bauen wir auch ein Tor rein? Und dann fangen die es erstmal überlegen an und dann kommt man so ins Gespräch und sagt, pass auf, ich komme lieber mal vor Ort, kläre das alles mal ab, schaue das mal auch an, schaue die ganzen Gegebenheiten an, weil für uns ist es extrem wichtig, wie sind die Bodengegebenheiten, was ist da für Untergrund runter, Leitungspläne und so weiter und so fort. Und dann kommt man ins Gespräch und macht den Kunden ein komplettes Konzept. Ich habe ja auch gesehen, Sie haben hier verschiedene Varianten, auch also mit dem Stahlseil oder Elektroseil und haben also in Ihrem Prospekt, den ich mir da durchgeschaut habe, auch so eine Art Mischinstallation, also sagen wir, je nach Bedarf, also was der Kunde halt haben möchte. Ja, richtig. Das ist ganz individuell. Das ist auch nur ein Teil, den wir hier ausstellen, weil wir einfach individuell auch auf den Kunden eingehen können. Wir haben letztes Mal einen Zaun gebaut für Falabellas. Das sind die kleinsten Pferde, die ich gekannt habe. Das sind die Fohlen so groß wie Katzen. Ja. Da mussten wir nicht die Pferde einzäunen, sondern wir mussten den Fuchs und den Hund auszäunen. Und dann kommt unten Knotengeflecht hin, dass der Hund eben von außen nicht reinkommt. Da steigen wir eben ganz individuell ein. Also auch für Wollschweine haben wir schon gebaut, sind neue Vorschriften, da muss 40 cm in den Boden das Knotengeflecht eingegraben werden, noch bestromt werden, noch mal ein Doppelzaun gebaut werden. Das sind alles so kleine Gegebenheiten, was ist kleine Gegebenheiten, große Gegebenheiten, die eigentlich ein Endkunde nicht weiß. Ich möchte mich jetzt auch ganz herzlich bei Ihnen nochmal bedanken, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank nochmal. Danke auch.